ich bin ein Platsch. Ich habe mich gestern beschwert, weil ich zu viel gearbeitet habe. Und dann habe ich wahrscheinlich meine Bestellung nicht abgeschickt oder was auch immer. Jedenfalls, die haben ja weder gestern eine Bestätigung-Mail geschickt, hätte man ja immer reinkommen können. Aber gestern habe ich meines Erachtens alles durchgeklickt, da war sie halt drin. So, ja. Die Boden. Klavier, Band. Ja, und das Lustige war auch noch mein Kabel hing gestern raus von meiner Lampe. Hat es natürlich dann glatt aus der Straße durchgeschnitten. Ich werde das nochmal prophylaktisch jetzt reparieren, weil ich gar nicht so viel Verbinder und sowas da habe. Das muss ich dann mal irgendwann auf Arbeit machen. Nicht so, was ich drin finde. Davon ist es nicht schwer. Kam gerade im Radio. Haben sie ein Fitnessstudio verklagt wegen Antiziganismus. Antiziganismus, das hat nichts mit Nichtrauchern zu tun. Das ist Zigeunerdiskriminierung. Die Klägerin hat sich dabei auf ihren Namen berufen, dass das Fitnessstudio von ihrem Namen sofort auf Zigeuner geschlossen hat. Also wenn ich von mir ausgehe, ich wüsste jetzt nie, was bei Zigeunern oder so ein Name ist. Wenn ich sage, ein polnischer Name, was weiß ich, der heißt mit Tschikiewicz oder sowas. Aber hier weiß doch keiner, was ein typischer zigeunischer. Jedenfalls Sinti und Roma und wie sie noch alle heißen, die komischen Völker, was die für Namen haben. Keine Ahnung, also. Ich hatte schon mal meine Einschätzung, ich würde nie vom Namen irgendwie schließen, wie sie nur oder sowas, aber keine Ahnung. Das macht doch keiner, das ist doch keiner. Weiß ich nicht. Entweder ist es denen schon Leute gekommen, dass die gesagt haben, oder es war wirklich so, dass die keine Leute aufnehmen können, weil durch Corona halt begrenzt ist. Und die schon volle Terminbücher haben. Wäre ja mal interessant, wie das entschieden wird. Ich habe mir heute die Leiste zurechtgerückt. Die richtige Länge hat sie, die war eigentlich bloß schief drauf. Das habe ich aber gestern nicht geschnallt. Mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Ein bisschen Zeug habe ich jetzt in den Schrank geräumt. Erstmal ein Teil meiner Küche. Und ein bisschen Krimskrams. Der Rest, das mache ich dann erst, wenn ich das ganze Werkzeug wieder raus habe, weil ich das ganze Werkzeug innen drin liegen habe. Meine Säge und die ganzen Kladderadatsch. Ja, mehr habe ich eigentlich nie gemacht. War mal kurz bei meiner Mutter gewesen. Mutti, schön groß. Und ja, jetzt geht es erstmal nach Hause. Jetzt werden wir uns mit erstmal noch was zu essen holen. Einen Döner habe ich Appetit heute. Da wollte ich mir noch einen greifen. Mal den neuen Dönerladenaufbau angucken, den sie da im ODC gemacht haben. Dann werde ich mich den Abend mal schön in die Wanne legen. Mal schön 2 Stunden, 3 Stunden in der Wanne liegen, einen Film gucken, 2 Bierchen trinken und mal so richtig entspannen. Machen wir mal los. So, ist Freitagabend, neues Update. Nachdem ich heute Nachmittag die beiden Sperrholzplatten nochmal bestellt habe und Krimskrams dazu, rief mich jetzt abends um kurz vor um 8, rief mich jetzt jemand von Hornbach an und fragte, ob ich zweimal dasselbe bestellt habe oder was das jetzt war.
Weil der Kollege hat das heute früh schon mal geschnitten gehabt, genau dieselben Pflanzen. Ja, da kam gestern keine Bestätigungsmail, dass meine Bestellung eingegangen ist. Und heute kam auch keine Mail, dass die Bestellung bereit liegt. Weil ich habe extra nochmal abgedatet vorhin und extra nochmal Spam gecheckt. Keine Mail drinne. Danke Hornbach. Aber da habt ihr heute halt einen ruhigen Tag gehabt dafür. Dann hole ich morgen die Platte und da geht das morgen weiter. Naja, ich habe bloß noch jetzt die zwei Sachen. Und dann war es das ja. Und das andere Problem, ich bin ja noch auf der Suche nach ein paar Matratzen oder irgendeiner Lösung, wie ich das dann halt mache. Also bis morgen dann. Ciao. Ja, ich werde gleich noch das Video jetzt fertig machen. Das Rauschen sind meine 220 Volt. Und das komme ich nicht drum rum. Zumindest weil ich ein Gerät mit Leistung dran haben wollte. Ich habe noch ein kleines, das rauscht nicht. Aber der hat bloß 100 Watt oder 200 Watt. Das braucht jetzt auch mehr oder weniger eine Spielerei. Ja, habe jetzt so ziemlich fertig eingeräumt. Hier vorne geht's los, hier ist mein Kocher drinne, Kaffeepott, Kaffee und Kaffeesahne. Hier kommt noch ein Besteckeinsatz in den Schieber. Ist jetzt bloß das Gerassel so einzeln drinne. Und hier habe ich alles andere, Konserven, Töpfe, halt alles was so dazu gehört. Eine Flasche Jägermeister, die habe ich schon immer drin, die habe ich noch nie angerissen. So, Campingstuhl. Hier auch noch ein Campingstuhl und einiges an Gerassel. So, die Kühlbox bleibt während der Fahrt hier hinterm Sitz stehen. Wenn ich mir jetzt mein Bett mache, kommt die Kühlbox ein bisschen vor. Aufgepackt und jetzt habe ich hier 2 Meter Liegefläche und habe hier eigentlich genug Platz zum Schlafen. Auto steht jetzt allerdings schief, deswegen drückt es mich hier rüber. Matratze bin ich noch auf der Suche, habe ich noch nichts Passendes gefunden. Ich werde wahrscheinlich dann doch die teure Variante mit der Selbstanfertigung oder mit Anfertigen lassen machen müssen. Bin ich noch, wie gesagt, ich bekomme jetzt nochmal einen Tipp nach Kindermatratzen zu suchen, die etwas kleiner sind und ich dann mir vielleicht mehrere hinlege. Aber ob ich da so gut komme, dann kaufe ich mir wahrscheinlich dann doch lieber eine, die so wie die Sitzbank ist, die ich dann ausklappen kann und eine, die ich hier hinten noch auslege. Und hier werden wir noch 2 Haken machen, da ich hier einen Gummizug machen kann, um den Stuhl hier festzuhalten. Ja, die schiefe Sache werde ich erstmal lassen so, weil das Auto hier ein bisschen leicht bauchig ausgearbeitet ist. Hier hinten haben wir 1,20 und da vorne ist 1,30 breit. Und im Baumarkt
kann man die sich nur gerade zuschneiden lassen. Und ich selber bin nicht ganz so geübt mit der Schichtsäge. Ich schneide da eine Wellenlänge rein, deswegen habe ich mich erstmal entschieden, das so zu lassen. Möchte ich mir vielleicht mal vom Tischler eins sägen lassen oder so. Oder 100 Bretter kaufen und dann üben. Ja. Im letzten Schrank habe ich alle drei Fächer für Küchen- und Esszeug geplant. In dem Korb kommen meine Wechselklamotten rein. Habe ich immer einen Satz im Auto eigentlich gehabt, will ich auch so beibehalten. So, hier ein Schubfach für Gerassel, sage ich mal. Alles, was du so zwischendurch mal wegzustecken hast. Und das hier genauso. Ist noch auf dem Mist drinne. Da muss ich auch die Hälfte wegtun und mal sehen, was wir hier überhaupt noch machen. Da kommen dann auch zwei Boxen rein oder so. Ja, und hier noch, ich sag mal, auch Gerassel. Und hinten ist mein Wassertank. Und dann habe ich ja hier oben mein Waschbecken. So, und wenn ich meinen Beifahrersitz hier noch rumdrehe, habe ich richtig schön Platz, mich breit zu machen. Oder ich kann das sehr bequem machen und mache was am Rechner oder hol einen Kocher raus. Ich mache hier was zu essen. Ja, wie gesagt, ich bin erstmal so ganz zufrieden mit der Sache. Da hinten habe ich mir eine kleine Box dran geklebt, in die man so Zeug dran machen kann, was man mal kurzzeitig nicht mehr braucht. Die ist festgeklebt. Und hier ist noch eine Uhr, da ist allerdings jetzt die Batterie runter. Übrigens, die Sonne knallt jetzt ein bisschen. Ein kleines bisschen hatte ich eigentlich bei so einer Sonnenintensität immer gekriegt. Aber hier lädt jetzt nichts. Aber das kann ich wahrscheinlich erstmal über längere Zeit beobachten, wie sich das verhält, weil ich sage mal, viel Wasser nie und das Ding schaltet ja jetzt wahrscheinlich anders als vorhergehende. Aber es kommt ja durch den Motorlauf immer wieder genügend Ladung dazu. Ne, den hatte ich schon im Auto. So, darf man vor dem ersten Advent eigentlich schon Stollen essen?
meinen Vorhang, den habt ihr ja schon gesehen, der über die Frontscheibe geht, den ich immer drin habe. Und ich habe hier noch einen zweiten Vorhang. Ursprünglich hatte ich immer gedacht, die über die Scheiben zu machen. Deswegen hatte ich mir immer zwei gekauft. Und statt dem kann ich den dann hier einklinken. Oder einfach hier drüber legen. Das reicht auch schon. Und somit bin ich auch, wenn man irgendwo in der Stadt steht, nie unbedingt zu sehen, dass da einer im Auto wohnt oder schläft oder macht. Macht einen schönen Eindruck. Das volle Ausmaß der Krise wird sich also in Zukunft auch noch immer mehr zeigen. Reform der Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Denn Jungfirmen locken ihre Mitarbeitenden international auch mit Firmenanteilen an. Diese Anteile kann die Belegschaft im Idealfall sein. Und durch das genaue deutsche Anteilsraster verlieren wir. Jetzt haben wir einen Teppich drin hier. Die Besteuerung der ganz schön. Moment, hier müsste aufgegeben werden. Hier müsste sich das BMF bewegen. Und das zweite wäre in der Tat, wenn man das auch sehr langfristig sieht und tatsächlich auch reale, richtige Beteiligungen begeben will, dann brauchen die Startups eine andere Anteilsklasse, weil mit dem GmbH-Anteil. Das heißt, wer die gestiegenen Heiz- und Nebenkosten nicht fristgerecht begleichen kann, darf nicht gekündigt werden. Oh, ich freue mich. 6 Monate Zeit, um die erhalten eine Gehaltserhöhung zwischen 10,5%. Die unteren Einkommensgruppen mehr, die oberen entsprechend weniger. Konkret wird die Grundvergütung zum Januar um 250 Euro pro Monat erhöht. Und zusätzlich erhalten die kann ich doch festmachen kann. Zum Juli zu. Habe übrigens jetzt in der Tasche meine Bettwäsche, weil ich hatte es vorher durch in den Müllsack gestopft. Da dehnt die sich aber zu weit aus. Und hier kriegt man sie zumindest schön eng verpackt. Weil in meiner vorhergehenden Version habe ich die ja immer komplett ausgelegt gelassen. Und dann bloß die Matratze ganz aufgeklappt. Ja, das war es jetzt jedenfalls ganz kurz zu meinem Campingumbau. Danke fürs Gucken und abonniert bitte meinen Kanal und guckt euch das nächste Video an. Danke, ciao.